Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Monster Hunter Rise Sunbreak. Der düst schon davon. Wir haben heute wieder jemanden zur Unterstützung dabei. Wir haben nur ein Monster auf der gesamten Karte. Wir bekämpfen heute das wahrscheinlich letzte Monster, was dazukommt. Also, es steht auf der Seite von dem Spiel nicht, dass noch ein weiteres Update geplant ist. Den Urmalseno. Das wird großartig, das wird toll. Kai hat mir schon seine Ängste beschrieben heute. Panik. Ich bin nicht vorbereitet, ich überlasse ihn den Nahkampf. Er steckt ein, das wird hoffentlich gut. Ja, wie immer, Fotowettbewerb. Hier werden die beiden Fotos für heute eingeblendet. Ihr stimmt ab, wer gewinnt. Und wir sehen uns dann beim Malseno an der Stelle wieder. Und wir sammeln erstmal. So, Leute, wir haben uns voll gefressen. Da ist das Monster. Ich stelle schon mal auf die Kamera. Das ist eine gute Idee. Merlin, du musst jetzt alles geben. Ey, weiß doch nicht. Meine letzte Hommage an meinen toten Kater. Auf der Seite, was weißt du, gibt's rein. Aua. Aua. Muss nicht gleich übertreiben. Oh, ich habe die Sonne verkackt. Obwohl, vielleicht doch nicht. Was ist denn das für ein Drehangriff? Sag mal, sind seine Flüge klingen geworden? Scheint wohl so, ne? Ach, da ist der Käfer, den ich suche. Muss man erstmal eine Ration reinpfeifen. Wir haben so lange gebraucht beim Sammeln, dass meine Ration abgelaufen ist. Oh, ich habe ihn vorher noch mit der Donner, mit dem Donnerkäfer abgeworfen. Ich versuche mich um die Flüge zu kümmern, ne? Du machst schon. Du hebst dir deine Fotos auch auf, bis er raged, ne? Mensch, mein Schwert soll alle töten, die unsere Heimat bedrohen. Danke fürs Gespräch, Mädel. Halt still! Okay, zweimal habe ich schon mal mit Schlaf getroffen. Warte, es schläft! Bitte sag, dass ich schlau genug ist, auch Bomben zu stellen. Ja! Ich jag's mit Schrapnell hoch. Wenn du dich heilen willst, tust jetzt. Ich bin voll. Hab noch getroffen, bevor es aufwachen konnte, richtig. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte meine Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so schnell aufwacht. Das letzte Monster dieses Spiels. Ikurius! Was machen Sie? Mir ein Foto liefern, hoffentlich. Sie haben mir ein Foto geliefert. Ach guck mal, der nutzt doch die Malseno-Fähigkeiten vom Alten. Hallo, halt still. Ich konnte den Kontoschuss nicht mehr machen. Kai, ich baller jetzt mit deiner Lieblingsmunition.
Bluttest ist abgelaufen, jetzt kann ich mich wieder vernünftig heilen. Der hat auf jeden Fall ein paar neue Techniken drauf. Hey, willst du dir mal meinen kleinen Freund hier angucken? Oh, der kriegt gerade so viel ab auf seine Flügel. Ich habe Fiora weggesprengt, ja. Okay, und Abmarsch. Wir waren noch nicht fertig mit dir. Okay, das die Fähigkeit kenne ich. Dieselben Fähigkeiten normalerweise nur auch benutzt. Kai, vergiss die Fotos nicht. Oh. Okay, er schlägt doppelt zu. Dabei habe ich sogar schon einen Kontergeschuss gemacht. Der hat mir einfach instant einen zweiten verpasst und bin tot. Ah, du hast den Trance abgetrennt. Yep. Okay. Hat sich noch mal aufgeladen. Wir lassen den Schweif mal liegen, bis er abhaut, okay? Mach ich sowieso immer. Das war, glaube ich, der Kopf. Es hat sich gepinnt. Er versucht mich zu fressen. Ach ne, jetzt kann er wieder teleportieren. Und wir haben ihn die Kurio abgeprügelt. Scheint er nicht sonderlich zu mögen. Die Bimisaurus. Der Flügel hat so eine komische Hitbox. Hab ihn. Nach dem uralten Drachenschatz. Wenn du mich suchst, ich rette die 6. Ich hatte da vorher mit Wasser die Explosionskäfer auf Wasser gestellt, Leute. Falls ihr fragen wollt. Aber ich will natürlich auch die Angriffe leicht mal eben kurz sehen. Ich habe den Schwanz jetzt mal noch auseinandergenommen. Ein Urschwanz bekommen habe ich bekommen. Ich guck mir gerade die Fähigkeiten an und das ist ganz interessant, wie der zuhaut. Okay, rein mit dir. Du weißt, dass du gerade alleine stehst. Ich weiß. Gut, ich wollte. Aber ich hatte, er war reitbar und ich musste es nutzen. Ich überlasse ihn den Moment. Ich will mir den Schweif eben kurz holen. Der hastigen Kurios? Au. Wo liegt denn der Schweif? Der steckt irgendwo im Boden. Das ist nur so ein Stachel, der im Boden steckt. Ich bin blind. Ach da! Den sieht man ja so gut wie gar nicht. Ja, ich habe auch einen Urschwanz bekommen. Und der hat wieder Kurio. Bin schon auf dem Weg. Ach verdammt, mach und setz doch nicht nochmal nach. Hier, guck dir meinen Freund an. Irgendwann lerne ich zielen. Ich finde den Hieb von ihm stylisch. Okay, da ist sie dran. Nein! Ich wollte davon ein Foto machen. Okay. Hier Ray nochmal in die Luft gesprengt. Ich wusste, dass du dich zu mir portest. Es war so klar. Bitte lass mich.
Oh danke, Fiora wirft Heilpulver. Alter, simple Lebenspulver macht ja gar nichts. Okay, mein zweites Foto ist beschissen. Das einmal von vorne bitte. Mach das einmal bitte in meine Richtung, aber nicht auf mich gezielt. Das, ich werde sehr verboten, dann hätte ich ein geiles Foto. Das ist kaputt. Ich habe keine Ahnung. Guck dir meinen Freund an. Ich habe ein gutes Foto jetzt. Oh, danke, armer Pantex. Gut, dass ich den auf dem Weg nochmal eingesammelt habe. Der hat mir gerade das Leben gerettet. So, ich habe keine Fotos mehr übrigens. Eins habe ich noch. Nein! Okay, was auch immer er gerade getan hat, es wäre ein Foto wert gewesen. Aber ich konnte es nicht sehen, weil ich in ihm drin stand. Was war es denn? Ich kann eh keine Fotos mehr machen. Ich konnte es nicht sehen. Er hat ihn, das Einzige, was ich sehen konnte, war eine Flügelhaltung, wie der Balzplatz macht, wenn er seinen Laser feuert. Okay. Mehr konnte ich nicht sehen, weil ich so tief und so blöde in ihm drin stand. Scheiße, nein, warum springt der gerade nach oben? Weil ich sein Target bin. Nach oben, vielleicht nach oben, weil mir den Seilkäfer holen. Aua! Maximum Yeet! Ich habe gehört, du hast gerade die Explosion abbekommen. Ja, aber im Gegensatz zu dir habe ich nicht so viel Schaden gefressen. So, ich habe es geschafft. Ich habe dich geboostet. Du brauchst ja keinen Dämon gegen. Ich habe sowieso Angriffsboost drin. Jedes Mal, wenn ich die Blutfest ab... Wenn die Blutfest abläuft oder die Drachenfest, bekomme ich einen Affinitäts- und Angriffsbonus. Kannst du nicht einmal drehen? Bitte? Ich will nur deinen Kopf treffen. Das war dein Flügel. Du solltest dich heilen. Ich bin voll. Mal Seno Reimplatte. Der Rückenpanzer, der den Ohr mal Seno vor Ionen beschützt hat. Ach, verdammt. Was war das denn für ein cooler Klingenangriff schon wieder? Der will mich unbedingt zersäbeln. Aua, aua! So, jetzt fehlt nur noch die Panzerhaut. Selbst wenn du mich mit deinem Schweif auf. Hab dich! Ich treff dich sowieso.
Oh ja, der Schaden. Aua. Danke für die Heilblase, die hier stand, auch wenn sie mir nicht viel hilft. Der haut aber echt oft ab. Mhm. Der mag es nicht, an einem Ort zu bleiben. Der hat ja irgendwie eine Allergie gegen. Immunisieren und Sprintsaft hast du doch aber nichts gegen, wenn du da auch den Effekt mitbekommst. Oder nicht? Ja, vom Sprintsaft, den habe ich sowieso permanent drin, weil ich jedes Mal die Speerlinge unterwegs einsammle. Und was du immunisierer machst, weiß ich nicht mal. Ey, dass du schneller diesen roten Balken wieder auffüllst. Oh, guter Schaden. Was macht er denn da jetzt schon wieder? Oh, fuck. Ich glaube, das ist der Rage-Modus. Das ist der Super-Rage-Modus. Wollen wir uns einigen und wir kriegen beide noch ein extra Foto? Ich hab so, dann hätte ich sogar noch zwei, weil ich halt noch aufgehört. Bitte? Beide noch ein extra Foto? Meine Gegend. Die Form ist zu cool, ich brauche davon ein Foto. Was tut mir? Alter, der liegt ja richtig los. Wow. Alter, ist der aggressiv. Genau, hau den mal. Nein! Die Dinge, die ich gesehen habe. Komm, heb noch mal ab, du Mistvieh. Ich weiß, dass du das noch mal willst. Warum bist du aber immer vor mir? Teleporter. Guck mal, er folgt dir. Ich weiß, der hasst mich. Und noch mal Teleporter. Der Hass ist, dass ich mich heile. Kannst du auch nur. So, jetzt habe ich noch mal ein Foto gemacht. Dann ist die Donnerstag gerade abgelaufen. Okay, das hat ich eben gesehen. Aber ich hab's jetzt auch gesehen. Du solltest dich mit einem Foto, wenn du noch eins machen willst, beeilen. Der ist nämlich fast tot. Der hat was gegen mich. Alter, der prügelt aber auch rein wie sonst was. Der gibt fett Gas. Alter, dagegen ist der andere mal sehen und ich habe eine Schnecke. Davon hätte ich gern ein Foto gehabt. Von vorne. Aber das habe ich nicht hinbekommen. Nicht in den Schweiß gerannt. Weg, 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 weg. Der Angriff kommt mir ein bisschen extrem vor. Ja, sicher! Spawn nicht in mich rein und explodiere!
Ich wusste, warum ich mein letztes Foto aufgehoben habe. Ich habe nur darauf gewartet und habe meinen Schaden gezügelt, nur damit er das nochmal tut. Urmalseno abgewehrt. Der haut einfach nur ab. Ich dachte, wir bringen ihn um. Der haut nur noch ab. Hallo, was hier ist? Geblieben. Oh nein. Da kommt bestimmt eine Sequenz gleich. Mir schwan fürchterliches. Ich mache uns mal stumm, gemutet und aus dem Bild. Madelish Mercena Dodeluk Morlada Ida Beku Mercena Deslado Falcon Deck Dosh Kyriara Monk Mercena Doretto Eldak Shirineuk Darok Yonira. Das war doch nochmal eine schöne Abschlusssequenz. Ich habe ein Silberhorn auch bekommen und einen verrückten Parasiten. Ich habe zweimal den Blutstein. Ich bin gespannt, was die Waffe bringt. Das ist ja das allerletzte Vieh laut Update-News. Es ist kein weiteres großes Update geplant, Leute. Ich bin der Retter des Königreichs. Was sagst du dazu, Kai? Ich auch. Der Kai die ganze Zeit gerade so, oh nein, ich werde fürchterliches. Ein neuer Geist war gekommen. Also, ich habe uns halt stumm geschaltet. Hey, gute Arbeit, ihr zwei. Das Königreich ist sicher und Ende gut, alles gut. Willst du eine Party machen oder so? Ich habe so Lust auf Dango. Bari, hast du den Bericht überhaupt gelesen? Dies ist keine Zeit zum Feiern. Es gibt viele Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und das, was die wahre Bedeutung des Märchens angeht, lagen wir weit daneben. Ich denke, du hast recht. Nun fassen wir also zusammen.
Denn Maseno hat den Erzdämon abgewehrt und tatsächlich die ganze Zeit das Königreich beschützt. Menschen von damals haben ihn als einen Retter betrachtet. Also haben sie diese Geschichte aus Respekt kreiert. Ich möchte diese Kreatur einfach hassen, aber vielleicht sollte ich ein wenig umdenken. Vielleicht nicht. Wir sollten in der Tat noch viel lernen. Aber es ist kein Grund, deine Gefühle zu überdenken. Ja, das Königreich wurde von Maseno gerettet. Er kam zurück, um die Verbreitung der Kurio aufzuhalten. Allerdings hat er nur sein Territorium verteidigen wollen. Vergessen wir nicht, dass dadurch auch viel Schaden und Leid verursacht wurden. Wir schützen unser Territorium nicht. Wir schützen das Volk ihrer Majestät. Das ist ein entscheidender Unterschied. Unsere Mission bleibt dieselbe, das Volk beschützen. Sei stolz darauf, dass die Verantwortung auf dich und den Orden fällt. Sie haben natürlich recht, Admiral. Und ich werde weiterhin meine Pflicht als Ritterin des Königlichen Ordens erfüllen. Gut, dann sind wir endlich fertig mit der vertrauenlichen Plauderei. Warum entspannt ihr beide euch nicht ein wenig? Wir haben die größte Bedrohung beseitigt, der das Königreich je ausgesetzt war. Dank Shining, nur das zählt. Du wirst nicht erwähnt. Und ich stimme bei Harry ausnahmsweise mal zu. Wir sollten uns selbst auf die Schulter klopfen und mit Dango vollstopfen, ja? Das klingt nach einem Plan, oder Kai? Mhm. Es sind noch jede Menge Dango übrig, Leute. Esst, 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 nach Herzenslust. Alter, die Rüstung hat Slots. Warte, ich sehe es gleich selber. Ich muss mich bedanken, Shining. Dein Heldentum hat unser Königreich wieder einmal gerettet. Ihre Majestät ist ebenfalls sehr erfreut. Mir wurde gesagt, dass sie in diesem Moment einen Dankesbrief für dich verfasst. Sie sagte sogar, dass sie ihn dir persönlich geben möchte. Wenn man bedenkt, was du alles getan hast, ist er bestimmt lang. Du hast das Königreich so oft gerettet. Wer weiß, wann der Brief fertig sein wird. Du könntest vorher an Altersschwäche sterben. Danke. Als jemand, der schon einmal seine Heimat verloren hat, ich muss sagen, dass mich deine Tatenzeitung von Kabur und dem Königreich tief bewegt haben. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich dir schon gesagt habe, aber danke. Dir könnten wir alles überwinden. Das Königreich braucht dich noch. Natürlich brauchen wir alle dich noch. Mich eingeschlossen. Es mag jetzt Frieden herrschen, aber wer weiß, wie lange er andauern wird. Könntest du nicht einfach hier bleiben? Fjorne, ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du musst Shinings Gefühle auch berücksichtigen. Er hat sein Zuhause. Wie dem auch sei, Shining. Wir haben viele Hürden überwunden und jetzt verbindet uns ein starkes Band. Für mich ist die Bindung stark genug, um dich als Familie zu bezeichnen. Ich bin mir sicher, alle hier stimmen dem zu. Stimmt, betrachte dies als dein zweites Zuhause. Du bist hier stets willkommen. Komm jederzeit, wann immer du willst. Ich will ja niemanden das Stimmung verderben, aber wir sind noch nicht fertig, oder? Das Problem der Kurio bleibt bestehen. Solange es besteht, werden wir deine Hilfe brauchen. Bitte sag, dass du bleibst. Komm schon, du weißt, dass du es willst. Das klingt so, als ob das richtig nötig hätte. So, jetzt habe ich mir endlich durchgelesen. Jetzt gucke ich mir die Rüstung an. Sie besitzen eine besondere Eigenschaft. Okay. Wie die Blut, wie der Blutritus von der alten Rüstung, oder wie? Okay, Gift hatte so gar keine Wirkung. Die Rüstung sieht auf jeden Fall geil aus. Ja. Ein Teil des Schadens wird in Gesundheit umgewandelt. Das ist eine nice Rüstung. Blut erwachen. Stärkt deine Angriffe allmählich für eine Weile, je nachdem, wie viel Gesundheit du durch das Landen von Angriffen wiedererlangt hast. Ja, und dann halt noch Teile Zerstörer ist noch mit drin und Salve. Oh, und die Slots, die können sich ja alles sehen lassen. Da kannst du ja fast komplett ultimativ Fähigkeiten reinballern. Die Slots sind absolut irrsinnig. Das ist ja komplett OP, die Rüstung. Vor allen Dingen auch noch mit den Fähigkeiten. Und die Waffe? Warte, Langschwert gucke ich mir zuerst an. Der Urbaum. 49 Drache. Richtig gute Schärfe. Alter, die Waffe hat auch nochmal drei von diesen vierer Slots. Die Slots davon sind kompletter Irrsinn. Wie heftig ist denn das? Und die Waffe sieht auch noch richtig cool aus. Ich habe gehört, wir haben was zu tun. Heavy Bowgun, normal eins. Wie sieht denn die Munition von der Waffe aus, bei der Knarre? Das will ich auch noch eben kurz wissen. Normal 1, Perforation 2, 3. Warum sind die Klinge immer so richtig geil? Und wenn ich mir die Knarren dazu ansehe, dass die richtig enttäuschend sind?
Weil ich sehe, dass die richtig wenig Ammunition hast. Das kannst du ja selber sehen, wenn du bei einem Urbom bei der Großknarre siehst, dass die ultra wenig Munition hat. Ich sehe es. Warum ist sie da so komplett für den Arsch? Das leichte Bogengewehr ist sogar noch schlimmer. Na gut, Leute. Wie gesagt, das war das letzte Update laut offiziellen Quellen. Das nächste wird wahrscheinlich sein, dass sie am nächsten Monster Hunter arbeiten. Also auf der offiziellen Seite gibt es wirklich keine Anzeichen dafür, dass es noch ein weiteres Update geplant ist. Auf jeden Fall haben sie mit dem letzten Vieh jetzt wirklich nochmal delivered, weil das schon ordentlich reingehauen hat, finde ich. Und Kai findet es wahrscheinlich auch. Guck mal, was die Quest macht, wo wir hin müssen. Welche willst du mir da gerade andrehen? Eigentlich was ganz. Es ist nicht so schlimm wie andere Quests, aber trotzdem wird's echt unangenehm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen nicht, auf welcher Konsole ich rauskomme, das nächste Monster Hunter, aber. Falls es auf der Switch ist, werde ich natürlich den Online-Modus mit Kai zusammen machen. Die Story selber werde ich natürlich komplett solo machen. Da werden mir meine Katzen und Hunde wieder helfen. Wenn es euch gefallen, Leute, gefallen hat heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst natürlich beim Foto-Wettbewerb abzustimmen, wer gewonnen hat. Auch wenn ihr wahrscheinlich Kai abstimmt, weil er mich weggebombt hat wahrscheinlich auf seinem Bild. Gib's zu, du hast ein genau perfektes Foto davon erwischt, wie der mich gebombt hat. Ich mach's jetzt direkt in den Fotowettbewerb rein. Ja, ich sehe es dann ja. Ihr habt es längst gesehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Wie gesagt, war die letzte Folge zu Rise, weil da höchstwahrscheinlich nichts mehr kommt. Aber wir spielen das noch ein bisschen so. Vielleicht machen wir ja irgendwann auch mal den ein oder anderen Community-Stream, wo ihr mitmachen könnt. Aber ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.